Begrüßungsworte besser waren als das Wetter. Aber ich freue mich immer wieder hier zu sein. Ich habe mich vorhin mit Stefan Brandner unterhalten und wir haben ein bisschen in Erinnerung geschwelgt, wie das vor mittlerweile 7 Jahren war, damals beim Bundestagswahlkampf 2017, als wir gemeinsam mit Jürgen Pohl die Volksanwälte gemacht haben. Damals war das Wetter deutlich besser, aber das ist das Gute daran. Damals war das Wetter gut und das Wahlergebnis durchschnittlich. Diesmal ist das Wetter bescheiden, aber dafür werden wir am 9. Juni trotz aller Kampagnen das beste bundesweite Ergebnis in der Geschichte unserer Partei erreichen. Und das liegt nicht an einer einzelnen Person, sondern das liegt an euch. Das liegt an euch, die ihr bei Wind und Wetter, und das nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich, seit vielen Jahren gegen jeden Gegenwind, gegen jede Kampagne weitermacht, an euren Überzeugungen festhaltet. Und deswegen war es immer so, dass aus jeder Krise, egal wie man uns runtergeschrieben hat, wir kamen aus jeder Krise wieder stärker heraus, als wir reingegangen sind, und das wird auch diesmal so sein. Und wir haben, welcher Landesverband sonst, diesmal eine einmalige Chance, nämlich an diesem Sonntag. Ich bin in den vergangenen Wochen im ganzen Land unterwegs gewesen. Und natürlich ist das so, dass die ein oder andere Medienberichterstattung auch ein bisschen Eindruck gemacht hat. Und deswegen brauchen unsere Leute, deswegen brauchen unsere Mitglieder im ganzen Land wieder ein Zeichen der Hoffnung. Sie brauchen ein positives Signal, sie brauchen ein Erfolgserlebnis. Und dieses Erfolgserlebnis, das werden wir erreichen in Thüringen bei der Kommunalwahl, wenn wir flächendeckend die stärkste Partei in den Stadträten und in den Kreistagen sein werden. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für Sonntag. Unsere Unterstützung habt ihr. Und dann werden wir die kommenden 2 Wochen diesen Rückenwind aus Thüringen nutzen, um gegen jede Medienberichterstattung, gegen jeden Zweifel ankämpfen und werden das blaue Wunder den anderen bescheren. Ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere dazu geneigt ist, derzeit die politische Situation so zu sehen, wie es nun mal jetzt gerade auch vom Himmel scheint, nämlich überhaupt nicht, und wenig Hoffnung zu haben. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt eine ganze Menge Grund zur Hoffnung. Zum Beispiel, vor einigen Jahren, da war das noch so. Da hat der ein oder andere auch durchaus bei uns in der Partei über die angeblich so linksgrüne Klimajugend ein bisschen auch gelästert. Und wie ist das jetzt? Vor einigen Wochen konnten wir überall in den Zeitungen lesen, die Alternative für Deutschland, das ist die stärkste Partei bei den unter 29-Jährigen. Die Zukunft gehört uns, liebe Freunde. Und hier vorne haben wir auch schon Protagonisten, die ganz mutig im Regen stehen, sogar ohne Regenschirm, nicht, dass du uns krank wirst. Wir brauchen dich noch, nicht nur in den kommenden Wochen, sondern in den kommenden Jahren. Bis zum 9. haben wir die Möglichkeit, die Bürger unseres Landes von unserer besseren Vision für Europa zu überzeugen. Denn darum geht's. 2 unterschiedliche Visionen stehen am 9. zur Wahl auf dem Wahlzettel. Das ist einmal die europapolitische Vision der anderen, der von der Leyen. Die wollen ein zentralistisches Europa. Ein Europa ohne Vaterländer. Ein Europa, das geführt wird aus Brüssel von Frau von der Leyen. Und wir stellen unser Modell eines Europas der Vaterländer denen entgegen. Und warum ist unsere Vision die bessere? Das den Leuten zu erklären, darum geht es in den kommenden 2 Wochen. Was hat unseren Kontinent in den vergangenen Jahrhunderten so einzigartig, so besonders gemacht? Warum war dieser Kontinent Europa in den vergangenen Jahrhunderten immer der Motor des Fortschritts in Technologie, in Wirtschaft, in Philosophie und in Kultur? Dieser kleine Kontinent mit seinen vielen unterschiedlichen Sitten, Sprachen, Traditionen und Gebräuchen, also all das, was wir als Völker bezeichnen. Dieser kleine Kontinent hat deshalb auch immer 2 Dinge hervorgebracht. Die 2 Völker, die auf der einen Seite
natürlich in Konkurrenz miteinander lebten. Man durfte technologisch und ökonomisch niemals zurückfallen hinter den Nachbarn, weil man sonst Fachkräfteabwanderung hatte und Ähnliches. Und deswegen musste man immer in Forschung und Entwicklung investieren, in die Köpfe der jungen Leute investieren. Diese Konkurrenz, dieser Wettbewerb der Nationen war es, der die Völker dazu gebracht hat, über sich immer wieder hinauszuwachsen. Und auf der anderen Seite hatten wir immer auch Kooperation. Kooperation, das heißt zum Beispiel der Austausch auf der wissenschaftlichen Ebene aus der kulturellen Ebene. Diese zwei Aspekte unseres Kontinentes, dass viele unterschiedliche Völker auf engem Raum miteinander leben, miteinander konkurrieren, aber auch kooperieren. Das ist der Wesen unseres Kontinentes. Und jetzt schauen wir uns an, was das Gegenmodell dazu ist, nämlich das zentralistische Europa, die Europäische Union in ihrer heutigen Form. Die glauben, es sei vernünftig, über ganz Europa ein dichtes Netz an Bürokratie, an Vorschriften, an Regularien zu ziehen. Ich möchte Ihnen das mal beispielhaft deutlich machen an der Industrie. Es gibt kaum ein anderes Flächenland in Europa, das einen so großen Industrieanteil an der Gesamtproduktion, an der Gesamtwertschöpfung hat wie Deutschland. Kaum ein anderes. 150 Jahre lang gewachsene Industriekultur und Industriestruktur. Einzigartig auf dieser Welt. Und über dieses Netz, über dieses Europa, das auf der einen Seite einen industriellen Kern mit Deutschland, mit den Niederlanden, auch mit Flandern hat und auf der anderen Seite noch sehr agrarisch geprägte Strukturen, wie zum Beispiel auch Spanien und Dienstleistungsstrukturen, wird ein dichtes Netz an Regularien und Bürokratie darüber gestreut, wie man zu wirtschaften hat, wie man Energie einzusetzen hat oder auch wie nicht, Stichwort Green Deal, Fit for 55 und Ähnliches. Ist doch vollkommen klar, dass diese politischen Vorhaben dann auch jene Nation am meisten belastet, die den höchsten Industrieanteil haben. Das sind wir Deutschen. Machen wir das an einem anderen Beispiel deutlich. Die Agrarwirtschaft, die Landwirtschaft. Wir haben in Europa viele unterschiedliche klimatische Regionen. Wir haben unterschiedliche Bodenstrukturen. Wir haben unterschiedliche Betriebsstrukturen von der Größe her. In Polen, historisch begründet, hat man sehr viel größere Agrarbetriebe von der Hektaranzahl als in Ostdeutschland und in Ostdeutschland größere als in Westdeutschland. Aber die Europäische Union glaubt, über diese vielen unterschiedlichen Voraussetzungen, unter diese unterschiedlichen Strukturen, ein gleiches Netz darüber hinwegzuziehen, wie Förderpolitik in der Agrarwirtschaft zu machen ist, oder auch zum Beispiel die Brachflächen oder Blühstreifen anzulegen sind. Ist doch vollkommen klar, dass eine solche Politik, die nicht auf die speziellen Bedürfnisse der einzelnen Regionen und Nationen eingeht, dazu führen muss, dass es am besten am Ende für niemanden wirklich gut passt. Und das Ergebnis sehen wir, gerade in der Landwirtschaft. Wir haben nicht nur in den vergangenen Jahrzehnten das Höfesterben in Westdeutschland erlebt. Allein in den vergangenen letzten 3 Jahren sind über 100 Agrarbetriebe allein in Thüringen pleite gegangen. Dies zeigt doch, dass der zentralistische Ansatz aus Brüssel gescheitert ist und deswegen auch unsere Alternative, die Alternative Europa der Vaterländer, das zentralistische Europa von Frau von der Leyen. Nun, wir haben gesagt, zwei Wesenskerne haben Europa immer ausgemacht. Konkurrenz und Kooperation. Nun behaupten also die anderen, die behaupten, wir seien antieuropäisch. Nichts könnte ferner liegen, sondern wir wollen, dass nur die Aufgaben auf der europäischen Ebene erledigt werden, wo es wirklich sinnvoll ist. Und ansonsten sollen die freien Völker Europas souverän über sich selber bestimmen können. Was sind das für Bereiche, wo gemeinsame Regeln auf der europäischen Ebene ja durchaus sinnvoll sein können? Natürlich fällt uns da allen sofort ein ganz wichtiger Bereich ein. Das ist der Schutz der gemeinsamen Außengrenzen. Seit vielen Jahren ist es schon so, dass uns von der Europäischen Union versprochen wird, dass man dieses Problem in den Griff bekommen möchte.
Ist es im Griff? Die Antwort ist nein. Seit vielen Jahren sehen wir nicht nur an den deutschen Grenzen den Kontrollverlust, sondern davor bereits sehen wir den Kontrollverlust an den europäischen Außengrenzen. Und deswegen möchte ich Ihnen vorstellen, wie wir gemeinsam mit den europäischen Partnern auf der europäischen Ebene genau dieses Problem auch lösen wollen. Das erste ist, jedes Land muss auf der nationalstaatlichen Ebene deutlich machen, dass diejenigen, die in unseren Ländern Europas rauben, morden, vergewaltigen, in unseren Ländern nichts zu suchen haben. Und wenn die Alternative für Deutschland regiert, dann geht es für diese Leute zurück in ihre Heimatländer und es gibt nicht Delfintherapie mit anschließenden sozialpädagogischen Unterricht. Zweitens, wir müssen natürlich den ökonomischen Anreiz nehmen, dass die Leute hier wegen Sozialstaatsleistungen hinkommen. Mit anderen Worten, wir müssen den Sozialmagneten abstellen. Ein Beispiel dafür. Seit vielen Jahren fordern wir auch auf der kommunalpolitischen Ebene, dass es kein Bargeld mehr geben darf, dass es keine Überweisung mehr geben darf, sondern dass es solche Bezahlkarten gibt. Warum ist das wichtig? Aus zwei Gründen. Erstens ist das wichtig, weil es den Anreiz nimmt für den Einzelnen, weil es weniger bequem ist. Aber nicht nur das, weil wir damit unterbinden, dass diejenigen, die hierher kommen, auch Rücküberweisungen in ihre Heimatländer tätigen, womit die nächsten Migrationswellen ja doch finanziert werden. Und wissen Sie, seit vielen Jahren haben wir von der AfD das sowohl in den Kommunen als auch in den Ländern als auch im Bund gefordert. Beschimpft worden sind wir dafür. Und heute angeblich möchte die CDU das abschreiben. Hätten Sie früher auf uns gehört, wäre uns viel Leid erspart geblieben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also, das ist das Erste, was wir machen müssen. Wir müssen den Anreiz nehmen, dass die Leute sich hier auf den Weg machen. Das ist das eine, was wir vor Ort machen müssen, in allen europäischen Ländern. Das Zweite, was wir machen müssen, ist, dass wir diese rigide, strenge neue Migrationspolitik, die wir einführen, natürlich auch bekannt machen müssen in den Ländern Afrikas und im arabischen Raum. Das Vorbild dafür kennen wir aus Australien. Dort gab es Anfang der 2010er Jahre die sogenannte No-Way-Kampagne. Also No Way, auf keinen Fall. Die hatten damals auch eine Migrationskrise in Australien, damals aus dem südostasiatischen Raum. Und die Australier haben mit ihrer neuen rigiden Flüchtlingspolitik dafür gesorgt, dass diese auch bekannt geworden ist durch Zeitungsannoncen in der Landessprache in den südostasiatischen Ländern, durch Internetanzeigen. Dadurch, dass sie den Leuten deutlich gemacht haben, no way, auf keinen Fall, macht euch erst gar nicht auf den Weg. Wenn ihr herkommt, werdet ihr wieder zurückgeschoben. Und das war ein wichtiger Beitrag dazu, dass diese Migrationskrise in Australien aufgehört hat. Und meine lieben Freunde, genau das ist das, was wir als erstes in diesem Land auch machen werden. Wir werden allen Leuten deutlich machen, macht euch nicht auf den Weg, um in Deutschland Sozialleistungen abzukassieren. No way, ihr werdet unseren Kontinent nicht zu eurer neuen Heimat machen. Dann zweitens, natürlich braucht es dann auch Abkommen, weitergehende Abkommen, beispielsweise mit den Mittelmeerländern, mit den Anrainerstaaten des Mittelmeeres. So dass, wenn sich Leute doch noch auf den Weg gemacht haben und sich in diese Flüchtlingsboote setzen und sich auf den Weg machen wollen, die abgefangen werden von den Küstenwachen und dann geht's auch wieder zurück in die Heimat. Das nächste, was wir brauchen, ist das, was Frau Meloni seit vielen Jahren öffentlich bereits fordert und auch einfordert von den anderen Regierungschefs in Europa. Das ist eine Seeblockade im Mittelmeer. Mit anderen Worten, wir setzen die Marine dazu ein, dass, wenn sich diese Boote auf den Weg Richtung Europa machen, diese angekettet werden und zurück dahin gezogen werden, wo sie ankommen. Auch um hier den Anreiz zu nehmen, dass sich diese Leute überhaupt auf den Weg machen. Und dann zuletzt, wenn sich dann immer noch ein paar Leute erfolgreich auf den Weg Richtung Europa gemacht haben und zu uns nach Deutschland wollen, ja, dann brauchen wir modernen Grenzschutz. Modernen Grenzschutz. Wie sieht dieser moderne Grenzschutz aus?
dann nenne ich immer gerne das Beispiel Österreich und Bayern. Die Österreicher schützen einen Teil ihrer Grenzen dadurch, dass sie Drohnen einsetzt mit Wärmebildkameras, wodurch man erkennen kann im Vorfeld, wenn sie sich über die grüne Grenze illegal in Österreich Zutritt verschaffen wollen. Und im Hintergrund läuft dann die Schleierfahndung, die Polizei, die man dann unmittelbar die Leute festnehmen kann. Diese Methoden gibt es auch in Deutschland. Was glauben Sie, wie viele von diesen Drohnen mit Wärmebildkameras gibt es in dem ungefähr gleich großen Österreich und Bayern? In Österreich, da sind es etwa 130 dieser Drohnen. In Bayern, da sind es ungefähr 3. Und da wir in Deutschland sind, muss man ja immer noch fragen, was glauben Sie, wie viele von diesen Drohnen sind funktionstüchtig? Eine. Mit anderen Worten, das ist natürlich etwas, wo wir als Alternative für Deutschland massiv investieren werden und rein investieren werden in diese Form von modernen Grenzschutz. Und wie Sie sehen, mit diesem ganzen Maßnahmenkatalog, indem wir hier zu Hause die Anreize nehmen, den Sozialmagneten abstellen, indem wir den Leuten es bekannt geben, in ihrer Heimat hier gibt es nichts zu holen, indem wir den Weg nach Europa schwierig machen, indem wir die Abschiebequoten nach oben schieben. Mit diesem Maßnahmenpaket werden wir aus dem alles mit sich mitreißenden Migrationsfluss von heute, der unsere Sicherheit mit sich mitreißt, der unsere Kultur mit sich mitreißt, der unseren Wohlstand mit sich mitreißt, werden wir ein beherrschbares, kleines Migrationsbächlein machen. Mit anderen Worten, wir haben alle Informationen, die wir benötigen. Wir haben auch alle technologischen Möglichkeiten, die wir benötigen. Aber es gibt eines, das fehlt in diesem Land. Das ist der politische Wille, auch durchzugreifen. Und wenn es eines gibt, das unsere Partei ausstrahlt, mit jeder Faser ihres Daseins, dann ist es den Willen, dieser Migrationskrise Herr zu werden. Und wir werden dieser Migrationskrise Herr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dazu wollen wir natürlich auch auf der europäischen Ebene gemeinsam mit den anderen zusammenarbeiten. Es gibt aber auch noch andere Bereiche, die wichtig sind. Natürlich wollen wir, und so steht es ja in unserem Wahlprogramm, wollen wir auch den Binnenmarkt erhalten. Mit anderen Worten, natürlich sollen deutsche Unternehmer auch weiterhin zollfrei in das europäische Ausland ihre Waren verkaufen können. Und wir selber wollen ja vielleicht auch das ein oder andere Produkt aus den europäischen Ausländern auch einkaufen. Natürlich bleibt es bei der Zollfreiheit. Und es gibt auch gute Programme, wie beispielsweise das Erasmus-Programm, sodass junge Leute in der Ausbildung oder als Studenten mal eine Weile Auslandserfahrung sammeln können. All das sind gute Einrichtungen, die wir auch weiterhin beibehalten möchten. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel geben für den Unterschied zwischen unserer Vision und denen der anderen, nämlich am Beispiel der Sozialpolitik. Es gibt zwei unterschiedliche Formen von Sozialpolitik auf der europäischen Ebene. Das eine ist das sogenannte koordinierende Sozialrecht. Durch die Internationalisierung der Wirtschaft, also durch den zunehmenden grenzüberschreitenden Warenverkehr, aber nicht nur, auch durch den grenzüberschreitenden Verkehr von Beschäftigten, dass sie mal eine Weile im Ausland gelebt haben, sind gewisse sozialpolitische Probleme entstanden. Wenn also ein Franzose eine Weile in Deutschland arbeitet und Beiträge zahlt, hat er zum Beispiel einen Rentenanspruch. Wer garantiert demjenigen, dass auch 40 Jahre später noch diese Rentenansprüche bestehen und sie auch grenzüberschreitend überwiesen werden? Früher war das so, dass diese Nationalstaaten untereinander unterschiedliche einzelstaatliche Verträge abgeschlossen haben. Zum Beispiel 1904 zwischen Italien und Frankreich. Jetzt stellen wir uns mal vor, die 27 europäischen Nationalstaaten in der Europäischen Union würden 27 Mal untereinander einzelstaatliche Verträge zu diesem Problem abschließen. Also Deutschland mit Polen, Polen mit Frankreich, Frankreich mit Italien, Italien mit Polen und so weiter. Es bräuchte 351 von solchen Einzelabkommen. Die müssten alle überwacht und durchgesetzt und sanktioniert werden. Das würde einen bürokratischen Wust auslösen, der jeden Vorteil von internationaler Arbeitsteilung auffressen würde. Und deswegen ist es sinnvoll, das auf einer gemeinsamen europäischen Ebene zu regeln, dieses sozialpolitische
dieses koordinierende Sozialrecht. Was aber nicht sinnvoll ist, ist eine Form von Sozialpolitik, die da bedeutet, dass nach relativ wenig Jahren, mit relativ wenig Hürden, jemand aus einem Heimatland nach Deutschland kommt und dort nach relativ wenig Jahren, mit wenig Hürden, bereits Anspruch auf Sozialleistungen hat. Denn das hat zu den Folgen geführt, die wir heute alle in Berlin beklagen oder im Ruhrgebiet beklagen. Es gibt Berichte von Hans-Werner Sinn, dass ganze Siedlungen aus Bulgarien und Rumänien in die Sozialwohnungen nach Berlin und in das Ruhrgebiet umgesiedelt sind. Das ist eine Sozialpolitik auf der europäischen Ebene zu Lasten des deutschen Steuerzahlers, die es mit der Alternative für Deutschland nicht mehr geben wird. Und dieser Unterschied ist so bedeutend, denn es wird uns immer wieder vorgehalten, dass wir angeblich die Populisten seien, dass wir es seien, die mit den angeblich einfachen Antworten. Nein, die anderen sind es mit den einfachen Antworten. Die glauben, jedes Problem auf diesem Kontinent sei dadurch gelöst, dass wenn es Frau von der Leyen und den von der Leyens in den europäischen Parlamenten in die Hände gibt, dass man glaubt, die europäischen Nationalstaaten abzulösen, dass man glaubt, die Zukunft Europas läge in einem zentralistisch geführten Brüssel. Nichts könnte falscher sein. Uns geht es darum, einen differenzierten Blick auf Europa zu nehmen. Uns geht es darum, Aufgabenkritik zu betreiben. Uns geht es darum, dass dort, wo Europa sinnvoll ist, diese Aufgaben auch erledigt werden, aber dass dort, wo die Aufgaben auf der deutschen, auf der nationalen Ebene zu regeln sind, die auch von uns selber geregelt werden können. Und der wichtigste Bereich ist, dass wir uns nicht, und da sind wir stolz darauf, auf die Ungarn und auf die Polen, und so wollen wir das auch halten, wenn wir in der Regierung sind, dass wir uns nicht vorschreiben lassen von Brüssel, wen aus welchen Ländern und wie viele wir aufzunehmen haben. Das entscheiden die Nationalstaaten in unser Europa selbst. Es gibt noch einen anderen Bereich. Und ich weiß, das ist ein kritischer Bereich, der viel diskutiert wird, auch in unserer Partei. Ein wichtiger Bereich, wo wir aber auch europäische Kooperation brauchen. Das ist der Bereich der gemeinsamen Verteidigungspolitik. Seit 70 Jahren versucht man in den europäischen Strukturen nun eine gemeinsame Verteidigungspolitik hinzubekommen. Und es ist einem nicht gelungen. Sondern stattdessen haben wir die Abhängigkeit in militärischen Dingen von den Vereinigten Staaten von Amerika. Das, was wir wollen als Deutsche in einem friedlichen Europa, ist, dass wir dazu in der Lage sind, als Europäer unseren Kontinent selber zu verteidigen. Und deswegen müssen wir als Europäer, als Deutsche und als Franzosen auch zusammenarbeiten in dieser Frage. Und mir ist klar, dass so etwas deshalb kritisch gesehen wird, weil man sich dann die Frage stellen kann, möchte man denn dann eine gemeinsame EU-Armee? Ganz sicher nicht. Das Letzte, was wir wollen, sind deutsche Soldaten unter dem Befehl von Frau von der Leyen in Brüssel. Aber das, was wir brauchen, ist schon, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir als Deutsche bei dem Zustand unserer Bundeswehr und bei der gegenwärtigen demografischen Entwicklung alleine nicht verteidigungsfähig sind. Und deswegen auch natürlich die Kooperation mit den anderen Staaten suchen werden und suchen wollen. Hier ist aber die entscheidende Frage, die dann an dem Punkt immer gestellt wird. Gegen welchen Feind eigentlich soll sich Europa in Zukunft verteidigen müssen? Und die Antwort darauf ist ganz klar. Wir lernen aus der Geschichte, dass die eigene Schwäche die Stärke bei anderen provoziert. Und deswegen müssen wir als Europäer so stark sein, dass niemand von außen jemals auf die Idee kommt, dass bei uns in Europa etwas zu holen wäre. Und zu dieser Verteidigungsfähigkeit gehört auch zur Kenntnis zu nehmen, dass wir eben nicht weiter in der militärischen Abhängigkeit auch von den Vereinigten Staaten von Amerika weiter leben möchten. Denn, und das ist unser wichtigster Satz, und da bin ich froh heute, dass auch die Presse anwesend ist und ich würde mich freuen, wenn dieser Satz gerade in diesen Zeiten einmal gesendet wird. Wir als Alternative für Deutschland setzen uns dafür ein, dass wir von niemandem abhängig sind,
nicht von Washington, nicht von Brüssel, nicht von Moskau, nicht von Peking. Wir wollen über uns selber bestimmen und dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Darum geht es also am 9. Juni. Diese zwei unterschiedlichen Visionen. Das zentralistische Europa aller anderen oder das kooperative Europa, das Europa der Vaterländer, das Europa, wo man sich als Völker die Hände reicht von uns. Darum geht's und darum kämpfen wir jetzt noch die kommenden 14 Tage. Wir kämpfen jetzt noch die kommenden 14 Jahre für unsere bessere Vision von Europa. Und der Startschuss dafür geht heute hier von Gera aus. Der Startschuss geht aus vom Sonntag von Thüringen, wenn wir bundesweit wieder Schlagzeilen machen, positive Schlagzeilen machen, mit wunderbaren Ergebnissen, mit Stichwahlen, mit den besten Ergebnissen in den Kreistagen und den Stadträten. Damit geben wir unserer Partei Mut. Mit diesem Rückenwind gehen wir in die kommenden 14 Tage. Wir werden diese Republik überraschen. Wir werden das politische Berlin überraschen, indem wir bessere Ergebnisse erreichen werden, als man uns heute zusagt. Totgesagte leben länger und wir werden am Ende gewinnen, meine Damen und Herren. Auf geht's Thüringen, auf geht's AfD, auf geht's Deutschland und Europa. Und unser letzter Redner heute ist ein Unbekannter. Direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis 194 und Urgestein in der AfD. Er war schon dabei, als wir